Hi ihr Lieben, ich will euch heute ermutigen mit einem Tool, das ich letzte Woche auf der Straße selbst anwenden durfte, in einem Gespräch, das der Heilige Geist mir geheiligt hat, während wir im Gespräch waren. Also das ist auch nicht unmöglich, dass der Heilige Geist spricht, während du schon im Gespräch bist. Das ist so genial, denn wir haben einen praktischen Gott. Und zwar war es so, dass ich mit einem Bruder, einem jungen Mann dienen durfte. Und das Gespräch hat sich als sehr einfach dynamisch herausgestellt, dass immer wieder ein Pro und ein Contra da war für den Herrn. Und wir haben einfach das Wort Gottes proklamiert und die Antwort dieses jungen Mannes war oft, ja, das kenne ich schon, das weiß ich schon und das habe ich schon erlebt. Und wir aber dennoch irgendwie wussten, der Herr hat einfach mehr für ihn vorbereitet. Und während wir so mit ihm gesprochen haben, habe ich einfach den Eindruck bekommen, dass ich ihn fragen soll, ob ich ihn die Hände auflegen darf und ihn mit der Liebe unseres Papas im Himmel füllen darf. Und er hat dann gesagt, dass ich das machen darf. Und ich habe dann ihn angefangen zu segnen, einfach mit der Liebe des Papas, mit der Liebe seines Schöpfers. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht, vielleicht 30 Sekunden ungefähr für ihn gebetet oder vielleicht auch ein bisschen länger, lass dich da einfach führen, wenn du in so einer Situation dich wiederfindest. Und als ich die Augen aufgemacht habe, mir auch die Augen aufgemacht hat, war er einfach zu Tränen gerührt. Und das ganze Gespräch nach dem Gebet hat sich einfach so geschiftet. Es war einfach dann so ein Fluss vom Heiligen Geist da, es war so eine Offenheit dann auch von seiner Seite da, dass er einfach gesagt hat, ja, das kann er glauben und das will er auch erleben. Also es war dann nicht mehr dieses, das kenne ich schon, sondern wow, davon will ich mehr. Und ich will dich einfach ermutigen, wenn du dich in einem Gespräch wiederfindest, wo es aussieht, als wenn die Person alles schon wüsste, dann lass dich nicht entmutigen, sondern frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, womit möchtest du der Person jetzt dienen? Was kann ich jetzt gerade tun für die Person, damit es der Person dient, damit sie dir näher kommt? Und in meinem Fall war es die Liebe Gottes. In deinem Fall kann es ein Wort der Erkenntnis sein, ein Wort der Prophetie, vielleicht einfach nochmal das Evangelium zu verkündigen, vielleicht ein Heilungszeugnis. Lass dich einfach gebrauchen. Der Herr ist so praktisch und er sehnt sich so viel mehr nach den Menschen, als wir es uns vorstellen können. Und sei einfach flexibel. Während du im Gespräch bist, fang an, in Zungen zu beten oder sprechen Gebet und bitte den Herrn, dass er dir ein Wort der Erkenntnis gibt oder halt ein Tool, wie zum Beispiel die Liebe Gottes freizusetzen. Und ich glaube wirklich, dass das einen Unterschied macht. Wenn wir uns dem Heiligen Geist als Werkzeug zur Verfügung stellen, dann wird er uns gebrauchen. Und ja, sei einfach damit gesegnet. Für mich war es eine totale Ermutigung. Und ich hoffe für dich auch. Und das Evangelium soll verkündigt werden. Es muss nach draußen. Lass dich gebrauchen und bitte den Heiligen Geist einfach für ein Tool. Amen.